Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Genauso habe ich aufgehört im letzten Part. Kontrollier's doch. Wir sind irgendwie gestorben wegen diesen Wichsern. Polizisten nennen die sich, ja? Unser Freund und Hüter, ich schwör, da. Kacke da immer. Wie geht's dir heute? Ja, keine Polizisten töten, steht er jetzt auch immer da. Geh doch da hoch, Jacob, bitte. Mach's dir doch nicht so schwer, wie es denn schon ist. Ich will erstmal synchronisieren. Was ist das für ein Loch? Da hängt gar nichts drin. Lol. Krass, Hüpfer. Warum? Also knapp. Ich frag mich, was das war. Immer geradeaus blicken und weitergehen. Kommen Sie! Sie bellen den falschen Baum an, Sir! Was ist going on? This cannot be tolerated. Ich hasse es, wenn mal was laufen soll, ne? Nimm den doch jetzt nicht. Warum nimmst du den jetzt nicht mit, Alter? Mach doch mal, was ich dir sage als Charakter, ey! Ich will dir doch nicht töten! Aber es geht ja nicht anders, weil ich ständig machen, was der. Boah, Mann! Jetzt klettert er da hoch, aber zack, ey! Hallo! Fucking Köpfsystem, ey! Und Klettersystem ist auch scheiße, ey! Ohne Witz! Kletter doch hoch, ey! Ich drück doch nicht schon die ganze Zeit Shift! Boah, Alter! Er wäre doch einfach nur runtergesprungen! Geht doch! Ey, ihr habt so verschissen. Spring doch runter! Geht doch. Was um alles in der Welt? Geht doch. Mann! Kleiner Wichser, kleiner Wichser. Jacob, ich bin Sergeant Frederick Eberlein. Freddy. Sergeant, verdeckte Ermittlung. Es wird einen Überfall auf die Bank von England geben, dessen bin ich sicher. Überfall? Das ist eine Festung. Die Jungs im Revier dachten auch, ich scherze. Wäre nicht so witzig, wenn es um ihr Erspartes ginge. Wer steckt dahinter? Das ist streng geheim. Ach, kommen Sie, Freddy. Ich kann Ihnen helfen. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Auf frischer Tat ertappt. Eberlein hatte immer recht. Nun, ein bisschen kann ich Ihnen sicher verraten. In jedem Quartal wird ein Zweig der Bank ausgeraubt, immer ein anderer Zweig. Und die Diebe werden ausgestattet von Cocker Merchants. Danke für den Tipp, Freddy. Es heißt Sergeant und ich werde Sie im Auge behalten. Das ist eigentlich ein Bulle, ne? Stimmt. Gut. Chris, GTQ Chris, ich krieg ein neues Messer, das ist aber schön. Dankeschön. Das ist ein richtig schlechtes Messer, oder? Amnib
sorry, aber das brauche ich nicht, ey. Das tue ich mir nicht an. Nein, 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 das tue ich mir nicht an. Was ist denn das jetzt? Ach du Scheiße. Hallo? Ach so. Okay. Okay, los geht's. Ja, wenn man schon mal hinkommen muss. Ich habe alles, was Sie täglich brauchen. Sprechen Sie mich einfach an. Es wird Zeit für Zeit, ne? Also los. Wenn ich nur wüsste, welche Lieferung es ist, dann könnte ich die Waffen zum Besitzer zurückverfolgen. Grandiose Idee, Freddy. Alter, nenn ihn doch einfach Sergeant. Verärger ihn doch nicht. Na, kommt er noch zu dir und Pink Joe? Die Verladungsdocks. Wo sind jetzt die Cockham-Kisten für Mr. Plutus? Verpasst ihr eine ordentliche Arme? Zum Teufel sind sie. Oh. Könnte glatten Tässchen vertragen, wenn ich die ganzen Teekisten sehe. Go!
Tee. Vielleicht später. Einer muss sich um ihn kümmern. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn, den er... Eine Turbo! Das ist der letzte Kampf. Hallo? Immer diese Gesichtszüge, wenn er sich freut, das wird man voll geil gemacht, ja. Keine Frage. Jetzt nur noch warten, bis die Kisten abgeholt werden. Wo ist jetzt das X hin, die Markierung? Okay. Der Tee soll schließlich nicht zu Staub zerfallen, oder? Beschützt diese Kisten. Jeder Fehler wird euch teuer zu stehen kommen. Macht ihr nicht ins Hemd. Wir haben's gehört. Gut. Weil ich mich nicht wiederholen möchte. Eine Schande, dass ich keine Zeit für einen Pint habe. Was war das? Warte nur, ich hack dich in Stücke. Komm schon, Pegasus. Verdammter Nebel. Jetzt kümmere ich mich um dich. Verpiss dich, bevor ich dir den Hals breche. So ist recht. Schön weiter. Auf geht's. Alter. Oh! Ruhig. Das gefällt mir nicht. Sachte. Hast du Angst? Hier steht es echt bis hier mit dir. Gut so, Mädchen. Braves Mädchen. Weiter, Mädchen. Das Mädchen, du bist das. Meine liebe Schwester glaubt, ich könnte nur zerstören. Ich zeig ihr, wie ich Rechnungen begleiche. Auf geht's. Warum? Was ist denn daran so schlimm? Er ist eher der Impul, also dieser aggressive und vor allem offensive Kämpfer und sie ist halt die beruhigte und geplante Kämpferin. Ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, wenn es so zwei geteilte sind. Weiter, Mädchen. Weil halt der eine noch ein bisschen was von anderen lernt. Mach langsam. Rückwärtsgang. Lauf schön weiter. Sachte. Ruhig, Mädchen, ruhig. Was? Du willst mich jetzt total am Arsch lecken, oder? Das ist doch jetzt nicht deren Ernst, ey. Oh Mann, ey. Ich sag jetzt nicht, ich darf jetzt immer neu anfangen, ey. Ich soll eigentlich gar nicht mit dem Wagen. Oh. Freunde, wir beenden aber ganz schnell den Part. Bis zum nächsten Part. Tschüss.